Ja, dann schauen wir mal, was da heute drinnen ist. Da gibt es ja noch was. Ah, das sind die grünen Bohnen. Jetzt weiß ich wenigstens, das ist ein Kilo grüne Bohnen. So. Rezept der Woche, ein Bohneneintopf. Das klingt ja schon einmal lecker. Ja, ich glaube, das werde ich ausprobieren. Und sonst, was haben wir denn da heute? Schnittlauch, Radieschen, die Goodies. Dann haben wir da, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf Seiten, die Radieschen, da, zwei Seiten Goodies, dann haben wir da die Karotten. Das da, ich glaube, das nennt sich Radicchio. Eis, das ist ein Krautkopf. Eisberg, Kohlrabi, Zucchini, ein Häuptling, wie ich immer sage. Und das ist wieder zwei so Lolo Rosso. Jawohl. Fein, freue mich aufs Kochen. Da ist wieder ein Rezept dabei. Diesmal ist es ein Bohneneintopf. Und wenn wir mal schauen, ob ich den mit oder ohne dem Rindfleisch mache, weil da werde ich morgen meinen Bauern fragen, ob er gerade ein frisches, geschlachtetes Rindfleisch hat. Und wenn nicht, dann probiere ich den Bohneneintopf halt ohne Fleisch, macht ja auch nichts. Dann kochen wir mal diesen Bohneneintopf. Bin ja schon gespannt, wie der schmeckt. Schauen wir mal, was brauchen wir denn alles dazu? Und dann lege ich gleich los.
Jetzt habe ich eine Portion gegessen. Sehr lecker. Das werde ich öfters einmal machen. Viel Spaß beim Nachkochen. Ah ja, die Menge. Also 4 Leute können da gut davon essen und die restlichen 3 Portionen werde ich eingefrieren.